Der gute alte Hausarzt, er wird tatsächlich immer älter. Mehr als ein Drittel der Hausärzte ist inzwischen über 60 und es gibt kaum Nachwuchs. Vor allem auf dem Land. Stattdessen entstehen medizinische Versorgungszentren. Über 4000 gibt es davon schon in Deutschland. Hier arbeiten Allgemeinärzte und Fachärzte unter einem Dach. Für den Patienten sind die Wege kurz und die Ärzte müssen sich nicht erst um eine eigene Praxis kümmern. Sie arbeiten einfach als Angestellte. So weit, so gut. Doch nun sind Finanzinvestoren auf die Idee gekommen, dass das ja ein gutes Geschäft ist. Sie stellen für die Einrichtung der Versorgungszentren Geld zur Verfügung, um dann am laufenden Betrieb mitzuverdienen. Ein Problem wird das aber, wenn es plötzlich in erster Linie um die Rendite und weniger um den Patienten geht. Der ist dann willkommen, wenn er möglichst viele Behandlungen über sich ergehen lässt, die er selbst bezahlen muss. Bei den niedergelassenen Ärzten gibt es das in Form der sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen. Der VDK lehnt investorgetragene Versorgungszentren, aber auch investorgetragene Arztpraxen ab, soweit die zu einer Fehlversorgung der Patientinnen und Patienten führen. Denn ähnlich wie bei der Krankenhausvergütung, wo ja die Fallpauschalen für eine Fehlentwicklung gesorgt haben, ist das auch bei diesen Versorgungsformen im ambulanten Bereich zu erwarten. Übrigens wird es auch für die Kassen teurer. Die Kassenärztliche Vereinigung in Bayern hat in einer Untersuchung festgestellt, dass investorengeführte Versorgungszentren im Schnitt rund 10% mehr Honorar mit der Kasse abrechnen als die herkömmliche Arztpraxis. Andererseits werden die medizinischen Versorgungszentren gebraucht. Denn so lassen sich junge Mediziner für eine Region gewinnen, der sonst der ärztliche Notstand droht. Schon in gut 10 Jahren werden 40% der Landkreise unter ärztlicher Unterversorgung leiden, sagt die Robert-Bosch-Stiftung. Der VDK setzt sich dafür ein, diese Versorgungsform stärker zu regulieren. Dazu gehört zum Beispiel mehr Transparenz. Man kann aber auch daran denken, es den reinen Investoren zu erschweren, ein medizinisches Versorgungszentrum zu betreiben. Und man kann auch daran denken, die letztendliche Verantwortung immer einem Arzt zu geben. Denn auch ein niedergelassener Hausarzt will ja seinen Gewinn machen, aber der Arzt sieht wenigstens auch immer die medizinische Seite. Der reine Investor sieht diese Seite nicht. Für die ärztliche Versorgung auf dem Land haben die Finanzinvestoren ohnehin wenig übrig. Investorengeführte medizinische Versorgungszentren entstehen nämlich vor allem in Gebieten mit einer überdurchschnittlich einkommensstarken und jungen Bevölkerung. Nur 15% dieser Zentren sind in ländlichen Regionen zu finden.